Sie wollen zu uns? Ich bin verabredet mit Dr. Kolbe. Mein Mann ist noch im Amt. Wie spät haben wir? Es ist kurz nach fünf. Im Amt ist er nicht mehr. Na, und Sie wollen ihn hier treffen? Er hat gesagt, warten Sie zu Hause auf mich. Dann kommen Sie herein. Mein Name ist Lakonda. Haben Sie beruflich mit meinem Mann zu tun? Er ist jetzt Oberstaatsanwalt, nicht wahr? Ja. Ich hatte mit ihm zu tun, als er noch Staatsanwalt war. Aber dass ich heute hier bin, ist mir eine private Sache. Na, kommen Sie doch weiter. Danke. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke sehr, sehr gern. Einen Moment, bitte. Frau Doppler, kann ich meinen Mann sprechen? Ihr Mann hat das Büro schon verlassen. Er ist auf dem Weg nach Hause. Hat er Ihnen gesagt, dass er hier eine Verabredung hat? Nein, das hat er nicht gesagt. Ich glaube, ich höre seinen Wagen vorfahren. Danke vielmals. Oh, bitte behalten Sie doch Platz. Na, ein Mann ist da. Er sagt, er sei mit dir verabredet. Wer ist da? Ich bin mit niemandem verabredet. Was ist das für ein Mann? Jünger, älter, hat er seinen Namen gesagt? Ja, ich habe ihn danach gefragt. Und, wie heißt der Mann? Lakonda. Lakonda? Den Namen kenne ich, Moment mal. Ja, Rudolf Lakonda. Der Mann hat, wie lange ist das hier, 15 Jahre bestimmt. Er hat seine Frau umgebracht. Ich war damals der Vertreter der Anklage und hielt eines meiner ersten Plädoyers. Mit großem Erfolg. Ich wurde von allen Seiten beglückwünscht. Das war wirklich eine glänzende Leistung. Und der Mann ist hier? Er wartet im Wohnzimmer. Ich hätte lebenslang gefordert. Und die hat er bekommen. Aber lebenslang sitzt keiner mehr. Ein Thema, über das ich einmal einen Artikel geschrieben habe. Ein Ermordeter bleibt ein Leben lang tot. Aber ein Mörder bleibt nicht ein Leben lang ein Mörder. Da finden langsam Verwandlungen statt, bis hin zum Ehrenmann. Und so ein Ehrenmann ist jetzt in unserem Haus. Hast du keine Angst? Angst wovor? Vielleicht wird er dich erschießen. Was ist denn mit dir los? Ja. Lakonda. Rudolf Lakonda. Ich erinnere mich. Sie haben Ihre Frau umgebracht und wurden verurteilt. Nun sind Sie hier. Das bedeutet, man hat Sie herausgelassen. Habe ich noch irgendetwas mit Ihnen zu schaffen? Ja. Was? Kommen Sie mit in mein Zimmer. Jetzt kurz. Viel Zeit habe ich nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung, was ich für Sie tun kann. Ihr Plädoyer. Mein Plädoyer? Was ist damit? Es waren Sätze darin, die ich nicht vergessen habe. Ich habe sie gehört und immer wieder gehört und von Jahr zu Jahr wurden sie lauter, bis ich sie nicht mehr aus meinem Kopf vertreiben konnte. Sie waren wie schwarze Vögel im Kopf. Wovon reden Sie eigentlich? Von Sätzen in Ihrem Plädoyer, aus denen hervorging... Was ging aus Ihnen hervor? Dass Sie keine Ahnung hatten.
Nicht die geringste. Überhaupt keine. Sie haben eine Rede gehalten, eine Anklage erhoben von einer Sache, von der Sie überhaupt nichts verstanden. Was für Sätze haben Sie denn so sehr gestört, dass Sie Ihnen wie schwarze Vögel im Schädel sitzen? Hm? Die Worte kalt, grausam, gefühllos. Sind Sie gekommen, um mir das zu sagen? Ja, dass niemand über einen anderen urteilen soll, der nicht weiß, was Schmerzen sind. Was für Schmerzen meinen Sie? Die einem zugefügt werden. So oft und so sehr, dass man ihnen einfach ausgeliefert ist. Sie haben diese Welt der Schmerzen nie kennengelernt. Sonst hätten Sie dieses Plädoyer nicht gehalten. Die Worte nie gebraucht. Kalt, grausam, gefühllos. Können Sie mir sagen, was ich damit anfangen soll? Was wollen Sie von mir? Ich werde dafür sorgen, dass Sie diese Schmerzen kennenlernen. Ihnen das zu sagen. Deswegen bin ich hier. Sagen Sie, haben Sie Ihren Verstand noch beisammen? Verstehe ich das richtig? Soll es eine Drohung sein? Raus! Dem Mann. Was wollte er? Eine komische Geschichte. Ein entlassener Mörder war nach 15 Jahren mit meinem Plädoyer nicht einverstanden, der Grundlage seiner Verurteilung. Drei Worte haben ihn irritiert. So sehr, dass sie ihm, wie er fast auf eine poetische Weise sagte, wie schwarze Vögel im Kopf saßen und sich in 15 Jahren nicht hätten vertreiben lassen. Was für drei Worte? Die Worte kalt, grausam, gefühllos. Der Mann hat seine Frau umgebracht mit, wenn ich mich recht erinnere, mit 30, 40 Messerstichen. Und erzählt mir jetzt etwas von einer Welt der Schmerzen, die ich nie kennengelernt hätte, was er für einen Fehler hält, sodass er sie mir sozusagen versprochen hat. Eine Welt der Schmerzen. Eine ganz deutliche Drohung. Unglaublich. Eine Frechheit. Oh. Hallo, Herr Derby. Herr Kohl, Herr Staatsanwalt. Gut, dass ich Sie treffe. Haben Sie einen Moment für mich Zeit? Moment Zeit, natürlich. Ich wollte Sie schon anrufen. Sie hatten doch auch mit dem Mordfall Laconda zu tun. Sie erinnern sich? Laconda, ja, natürlich erinnere mich. Das war ziemlich lange her. Nicht? 15 Jahre. Kommen Sie einen Augenblick in mein Büro, bitte. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Er hat mich aufgesucht. Zu Hause. Laconda. Bist du wieder raus? Ne? Ja. Jetzt werden Sie mich fragen, was er bei mir gewollt hat. Also, Sehnsucht wird er wohl kaum nach Ihnen gehabt haben. Wissen Sie, dass Sie mich jetzt sehr irritieren? Wie, warum das? Es hört sich an, als hätte ich diesen Mann schlechter behandelt, als er es verdient hat. Aber nein, das wollte ich gar nicht sagen. Herr Derek, darf ich Sie fragen, war irgendetwas an meinem Plädoyer damals nicht in Ordnung? Moment mal, ich soll mich an ein Plädoyer erinnern, das Sie vor 15 Jahren gehalten haben? Das war kaum möglich. Nun, es war ein sehr gutes Plädoyer. Nach Aufbau, Inhalt und logischen Schlussfolgerungen. Es ist intern veröffentlicht worden. Wurde fast ein Lehrbeispiel. Ja, jetzt kommt mir eine gewisse Erinnerung, ja. Laconda sucht mich auf, um... Ja, warum? Weil ich in meinem Plädoyer die Worte kalt, grausam, gefühllos gebraucht habe. Und das regt ihn noch auf? Ja. Und zwar so sehr, dass er plötzlich bei mir zu Hause aufkreuzt und Drohungen ausstößt. Drohungen? Ja. Er sagte zu mir, dass ich, was seinen Fall beträfe, keine Ahnung gehabt hätte, dass er... Ich muss jetzt überlegen, weil das, was er sagte, sehr sonderbar, fast komisch war. Dass er in einer Welt der Schmerzen gelebt hätte, dass er die Beziehung zu Schmerzen verloren hätte, zu seinen eigenen und auch zu denen, die er anderen zugefügt hat. Na, wohl auch eine Art, 40 Messerstiche zu erklären. Ja, aber wo liegt die Drohung? Er meinte, es würde mir gut tun, die Welt der Schmerzen ebenfalls kennenzulernen. Wozu er mir verhelfen würde. Eine Drohung, Derek. Ganz zweifellos eine Drohung.
Deswegen erzähle ich Ihnen das und frage Sie, was ich davon halten soll. Nichts. Nichts. Bis jetzt. Sie meinen, es muss erst etwas passieren? Herr Oberstaatsanwalt, Sie kennen unser Dilemma am besten. Es ist noch nichts passiert, also können wir auch nichts tun. Gut. Sie sind der Erste, der erfährt, wenn was passiert. Das Plädoyer, ich erinnere mich daran. Es war ziemlich erbarmungslos. Er wollte nichts anderes als ein tadelloses Plädoyer abliefern und das hat er getan. Kümmerst du dich mal um Lakonda, wo er jetzt ist, was er so macht? Gut, mach ich. Ich bin gleich soweit, Frau Doppler. Büro Dr. Kolbe? Ihre Frau, Herr Doktor. Ja, Ingeborg? Ich wollte nur sagen, ich war jetzt los. Ich habe dich doch so gebeten, diese Schule heute nicht zu besuchen. Warum hältst du dich nicht daran? Hast du Angst um mich? Dieser Mann ist ein kaltblütiger Mörder. Er hat mich bedroht. Uns bedroht. Ich muss das leider ernst nehmen. Was soll mir denn passieren? Ich bin in der Schule doch nicht allein. Ich lass mir den Abend einmal in der Woche nicht nehmen. Diese Schule zu besuchen ist sowieso Unsinn. Eine Marotte, ich muss dir das mal sagen. Ich bitte dich, Ingeborg, ich erwarte, dass du zu Hause bleibst. Meine Frau besucht ein Abendseminar, Malunterricht für Frauen, die zu viel Zeit haben. Ein Lehrer dabei, der gleichzeitig so etwas wie ein Psychologe ist. Sage mir, was du magst, ich sage dir, wer du bist. Ja, sowas ist doch sehr schön, sehr interessant. Interessant, interessant. Habe ich nicht gesagt, dass Lakonda mich aufgesucht und bedroht hat? Aber Herr Doktor, sowas kennen wir doch. Die schwätzen doch alle und es steckt nichts dahinter. Hat er sie nervös gemacht? Ja, das hat er. Und das hat etwas zu tun mit 40 Messerstichen. Sehr gut. Sie bevorzugen Blau. Die Farbe Blau. Ist Ihnen das schon aufgefallen? Nein, aber Sie haben recht. Das ist ein Ausdruck von Sehnsucht nach Schönem, Hellem. Man könnte daraus schließen, zu viel Grau in Ihrem Leben. Ist das nicht eine ziemlich einfache Ausdeutung? Ja, Sie sagen einfach, aber meinen Sie nicht primitiv? Dann würde ich Ihnen nicht widersprechen. Das Primitive, der Urzustand, haben Sie keine Angst davor. Sind das nicht Erfahrungen, Empfindungen, die ernst zu nehmen, wir leider vergessen haben? Kein Blau. Wie Sie sehen, bei mir gehen alle Farben durcheinander. Ja, Sie haben Vögel gemalt. Das Leichte, das Schwebende. Fliegen können. Fliehen können. Die Erde ist Ihnen zu schwer. Könnte sein, Sie haben unerfüllte Träume, denen Sie auf diese Weise Flügel verleihen. Aber ich habe kein Grau in meinem Leben. Vögel vergessen. Aber gehen Sie schon, ich hol Sie noch. Dass noch jemand im Hause ist.
Gute Nacht. Dankeschön. Gute Nacht. Einen wunderschönen guten Abend. Ist alles noch da? Ah. Kommen Sie. Mal sehen, was Sie abgekriegt haben. Ah. Oh. Sieht aber gar nicht gut aus. Von wo kommen Sie denn? Von der Schule da. Was ist denn los? Ein Unfall? Unfall ist gut, ein Überfall. Wo ist Ihr Telefon? Wir müssen die Polizei anrufen. Im Büro. Und wo ist hier ein Waschraum? Endlich weiß man mal, wozu man Verbandskasten im Wagen hat. Ja, es tut ein bisschen weh. Ich bin kein Arzt. Das hier ist nur Erste Hilfe. Nur so wie ich. Genäht werden muss nichts. Was auch äußerst schade wäre. Ist uns alles in Ordnung? Fast. Na, wie schön. Sie können da schon wieder lächeln. Obwohl mir nicht danach zumute ist. Kolbe? Was bist du? Überfallen worden? Ja, überfallen worden! Geben Sie mal her. Hallo? Lassen Sie mich gleich sagen, Ihrer Frau ist nichts passiert. Sie wird ein paar blaue Flecken bekommen, aber das ist alles. Wer sind Sie denn? Mein Name ist Wenk. Ich bin Ihrer Frau zu Hilfe gekommen. Sie gingen mit dem Messer auf ihn los. Mit dem Messer? Lassen Sie sich nicht irritieren, es ist niemandem was passiert. Die Polizei kommt gerade. Ich bringe Ihnen Ihre Frau nach Hause. Hallo? Hallo? Ja? Derek? Wir haben ja darüber gesprochen. Erst muss etwas passieren. Jetzt ist etwas passiert. Man hat meine Frau angegriffen. Mit dem Messer. Jetzt können Sie ja was tun. Bitte kommen Sie mit herein. Thank you.
Wie siehst du aus? Lass den Zeig her. Was ist das? Sind das Messerstiche? Nein. Ich bin nur geschlagen worden. Man hat mich zu Boden geworfen, getreten. Und was habe ich dir gesagt? Ich habe dir gesagt, geh nicht dahin. Gebeten habe ich dich, angefleht. Geh nicht aus dem Haus. Warum tust du nicht, warum ich dich bitte? Wir sind nur Schürffreunden. Wer sind Sie? Wir haben schon telefoniert miteinander. Sie wissen nicht, wovon die Rede ist. Was Sie da miterlebt haben, das war ein Attentat. Mich wollte man treffen, mich! Erich, wie du es jetzt siehst, ist jetzt nicht so wichtig. Diesem Mann verdanke ich mein Leben. Dass du aber aufs Spiel gesetzt hast. Und, entschuldigen Sie, natürlich bedanke ich mich bei Ihnen. Darf ich Ihnen was zu trinken bringen? Vielleicht sollten Sie doch noch einen Arzt rufen. Ja, natürlich. Also, ich habe mich erkundigt. Es handelt sich da um einen besonders brutalen Überfall. Gott sei Dank ist nochmal alles gut gegangen, weil ein Passant eingegriffen hat. Selten genug heutzutage. Mit drei Leuten hat er es aufgenommen und einem konnte er das Messer aus der Hand schlagen. Das ist es. Das ist ein Fahndungsmittel. Haben Sie die Fahndung übernommen? Nein, das Messer geht wieder zurück. Entschuldigen Sie bitte, Dr. Kolbe, aber es handelt sich hier um einen Überfall, nicht um einen Mordfall. Aber der es noch werden kann. Sehen Sie das nicht? So müssen Sie das sehen. Das war kein gewöhnlicher Straßenraub. Ihre Handtasche hat niemanden interessiert. Ja, ist richtig. Das spricht doch für Ihre Annahme. Ja. Also gut, wir werden uns La Conda mal ansehen. Sie wissen, woran ich denke, Derek. An 40 Messerstiche. Staatsanwalt? Was machen Sie hier? Ich wollte der Verhandlung beiwohnen. Wozu? Warum? Was interessiert Sie daran? Sie interessieren mich. Die ganzen Jahre habe ich Ihre Stimme im Ohr gehabt. Ich will sie wieder hören. La Conda, was wollen Sie von mir? Ich werde Ihnen das Handwerk legen. Verlassen Sie sich drauf. Derek, er geht mir nach. La Conda verfolgt mich. Er wollte an einer Verhandlung teilnehmen, um eine Stimme zu hören, die er seit 15 Jahren nicht aus dem Gedächtnis verliert. Der Mann will mich umbringen. Haben Sie ihn auf den Überfall auf Ihre Frau hin angesprochen? Nein, das habe ich nicht. Aber ich habe ihm angesehen, dass er darauf gewartet hat. Derek, Sie müssen jetzt etwas tun. Frau Doppler? Herr Doktor? Können Sie mir mein Plädoyer noch mal raussuchen? Das von damals, meine ich. Du hast dich erkundigt nach seinem Verhalten während der Haftzeiten. Ja. Hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Erwähnt wurde, dass er sehr viel gelesen hat. Sag mal, was will denn dieser Mann eigentlich? Er hat seine Frau umgebracht. Und die 40 Messerstiche sind eine Tatsache. Oder siehst du das anders? Es geht um die Anklage. Um den, der die Anklage vertreten muss. Um den Anklagenden an sich. Um das Problem. Ja, bitte? Ich bin's. Ihr Retter in der Not. Ich wollte mich erkundigen, wie es Ihnen geht. Danke, gut. Sehr viel besser als gestern. Aber ich habe tatsächlich ein paar blaue Flecken. Habe ich das richtig verstanden gestern Abend? Sie dürfen das Haus nicht verlassen. Mein Mann sagt, es sei zu gefährlich. Auch dann, wenn jemand bei Ihnen ist, der weiß, wie man Ihnen die Feinde vom Leib hält. Ich stehe nämlich vor Ihrer Haustür. Ach.
Kommen Sie herein. Wollen Sie nicht zu mir einsteigen? Wir fahren ein bisschen rum. Ich befreie Sie aus Ihrem Gefängnis. Okay. Einen Moment. Zeigen Sie mir Ihr Gesicht. Wie sieht es aus? Naja. Darf ich? Hm? Tut es noch weh? Nein. Es tut nicht mehr weh. Ich möchte gerne mit Ihnen über etwas reden. Worüber? Was es mit dem Attentat auf sich hat und was Sie damit zu tun haben. Das hat mich echt beunruhigt. Hätten Sie was dagegen, wenn wir das bei mir zu Hause tun? Nein. Gut. Steigen Sie ein. Entschuldigen Sie, etwas unaufgeräumt hier. Aber ich lebe allein. Und wer allein lebt, hat für sowas keine Zeit. Nein. Keine Geduld? Hm. Ihr Mann hat Ihnen nicht verboten, Alkohol zu trinken? Nein, das hat er nicht. Gut. Dann mache ich uns einen Drink. Ich verstehe was davon. Ich bin Barkeeper. Mhm. Etwas mit Rum und Früchten. Wie in der Bar der Erfolg des Monats. Mögen Sie? Ja, nichts dagegen. Wunderbar. Bitte, nehmen Sie Platz. Was ist mit dem Attentat? Sie wissen nicht, wer mein Mann ist. Nein. Was ist er? Oberstaatsanwalt. Was? Oberstaatsanwalt? Das ist ein Beruf, den man vorzeigen kann, der wahrscheinlich eine Menge Respekt einbringt. Auch von mir. Ihr Mann sagte Attentat. Er hat vor 15 Jahren die Anklage vertreten gegen einen Mörder. Der Mann ist jetzt raus aus dem Gefängnis. Er hat meinen Mann besucht und ihn bedroht. Wieso bedroht? War er unschuldig? Nein, unschuldig war er nicht. Aber er fühlt sich trotzdem falsch behandelt durch das Plädoyer, das mein Mann gehalten hat. Ein Verrückter wahrscheinlich, hm? Kann sein. Ich weiß es nicht. Er hat jedenfalls meinen Mann sehr beunruhigt. Und er glaubt, der Überfall auf mich gestern war... Ein Attentat. Aber das würde es doch nur sein, wenn man gegen ihn selber losgeht. Was glauben Sie denn? Ich weiß es nicht. Er könnte natürlich recht haben. Wissen Sie, was das bedeuten würde? Dass Sie auch weiterhin in Gefahr sind. Kleinen Moment bitte. Hier. Nehmen Sie schon. Hallo? Ja. Ja, die Unterlagen habe ich nebenan. Ich stelle kurz durch, ja? Nicht auflegen. Trinken Sie noch nicht? Ich möchte mit Ihnen anstoßen. Kleinen Augenblick. Ja, was gibt's? Ich will nur fragen, wie weit du bist. Sie ist bei mir. Ich hab sie in der Wohnung. So. Und jetzt trinken wir. Auf Ihr Wohl. Mmh, herrlich. Und jetzt sagen Sie mir, warum Sie Ihr Mann so schlecht behandelt. Aber nein, nein. Er behandelt mich nicht schlecht, er ist... Ich will Ihnen sagen, was mir missfallen hat. Was ist das? Was hast du da? Wie siehst du aus? Das ist es, was mir missfallen hat.
Dr. Derek? Ja. Guten Tag, Herr Kunde. Ja, kommen Sie rein. Danke sehr. Ich habe damit gerechnet, dass Sie mich sprechen wollen. Nicht damit, dass Sie mich aufsuchen. Aber nun sind Sie hier und ich freue mich darüber. Bitte schön. Ich soll Ihnen wirklich glauben, dass Sie sich freuen? Es ist so. Ja. Der Oberstaatsanwalt, nicht wahr? Ja. Er sagt, Sie verfolgen ihn, Sie bedrohen ihn. Ist er unruhig geworden? Ja. Aber das haben Sie ja gewollt. Ja, das wollte ich. Dieser Mann stand da und sagte, kalt, grausam, gefühllos. Und ich dachte nur, wovon redet der Mann? Ja, ich weiß. Ich habe in Ihrem Fall ja ermittelt, ich habe Sie auch festgenommen. Habe ich Ihnen Schwierigkeiten gemacht? Habe ich versucht zu lügen? Habe ich gesagt, ich war es nicht? Nein, das haben Sie nicht getan. Da lag sie. War tot. Und ich war es auch. Auch das weiß ich. Ihre Frau hat Sie betrogen, nicht einmal mehrmals. Es war eine wahre Freude, Sie zu betrügen. Ich hatte wirklich eine große Lust daran, Ihnen Qualen zu bereiten. Ich weiß das alles. Ja. Das waren Schmerzen, die dieser Mann nie gekannt hat. Und jetzt soll er Sie kennenlernen. Seine Frau ist überfallen worden. Sie waren 15 Jahre im Gefängnis. Sie haben Beziehungen aufgebaut mit Leuten aus der kriminellen Szene. Dieser Überfall auf die Frau Ihres früheren Staatsanwalts. War das Ihre Idee? Wie hat mein Staatsanwalt denn darauf reagiert? Mit Entsetzen, mit Angst. Aber das hören Sie ja gern, nicht? Ich höre alles gern, was diesen Mann seine Fassung verlieren lässt. Er ist dabei, sie zu verlieren. Reicht es nicht, Herr Conde? Haben Sie meine Frau angerufen? Ja, aber sie meldet sich nicht. Meldet sich nicht? Aber sie muss zu Hause sein. Ich habe ihr verboten, das Haus zu verlassen. Sie meldet sich nicht. Nicht da. Wieso ist sie nicht da? Sie kann doch das Haus nicht verlassen. Sie hat doch erlebt, was passiert ist. Ich habe es ja ausdrücklich verboten. Klein? Ja, Herr Oberstaatsanwalt? Nein, Herr Derg ist nicht da. Ich muss ihn sprechen. Unbedingt. Ich sag's auch Ihnen. Meine Frau ist nicht zu Hause. Ich bin ungeheuer beunruhigt. Ich danke Ihnen. Es hat mir gut getan, mit Ihnen zusammen zu sein. Ich habe tagsüber immer Zeit. Rufen Sie mich an. Oder ich rufe Sie an, wenn ich darf. Ach, Sie dürfen. Schon besser geworden. Sie haben also mit Lakonda gesprochen. Was sagt er? Sie haben ihm doch den Kopf zugesagt, wovon ich fest überzeugt bin, dass er hinter dem Überfall steckt. Er ganz allein, haben Sie ihm das gesagt? Er hat es nicht zugegeben, es ist nicht zu beweisen, aber ich bin überzeugt davon, dass Lakonda sich etwas vorgenommen hat. Sich etwas vorgenommen hat? Was denn? Ich weiß es nicht. Welchen Eindruck macht denn Lakonda auf dich? Lakonda ist ein Mann, der besessen ist von einer fixen Idee.
die ihm so im Schädel sitzt, das habe er gar keine andere Aufgabe mehr im Leben, als seinen Staatsanwalt zu vernichten. Sag mal, nimmst du ihn ernst? Ja. Was ist denn nur mit diesem Mann los? Ich meine, der regt sich darüber auf, dass er verurteilt worden ist. Das Urteil hat er akzeptiert. Was hat er denn nicht akzeptiert? Das Plädoyer. Das Plädoyer hat er gehört, aber nicht begriffen. Du selbst hast es ja erbarmungslos genannt, aber es war es nicht. Es war jedenfalls nicht so gemeint, auf gar keinen Fall. Schau mal, es war an sich, es war ein Kunstwerk in sich. Es war, ja, mit verbalen Feinheiten und rhetorisch gesehen war es eigentlich ein Meisterwerk. Aber er saß da mit offenem Mund und begriff nichts, gar nichts. Was machen wir? Das heißt, was machst du? Tja, wir müssen einen Weg finden, da konnte er daran zu hindern, das zu tun, was er sich vorgenommen hat. Wer ist da? Ich bin's, mach auf. Du warst nicht zu Hause. Wo warst du? Ich hatte dich gebeten, das Haus nicht zu verlassen. Warum hast du es getan? Ich erwarte eine Auskunft und keine Ausflüchte. Also. Der Mann, der mir das Leben gerettet hat, hat mich angerufen. Angerufen? Wozu? Er wollte sich erkundigen, wie es mir geht. Das hat er doch gestern schon gesehen. Wir haben uns bedankt oder nicht. Hat der Mann Unkosten gehabt? Er wollte nur sein Mitgefühl zeigen. Gut, aber ich habe dich gefragt, warum du nicht zu Hause warst. Er stand mit seinem Auto vor der Tür und hat mich abgeholt. Dich abgeholt? Ich war mit ihm in seiner Wohnung. Du warst mit ihm in seiner Wohnung? Er wollte wissen, was es auf sich hat mit dem Attentat. Du hast dieses Wort gestern gebraucht und es hat ihn beschäftigt. Du kannst so einem wildfremden Menschen nicht in die Wohnung folgen. Was ist das für ein Mann, der tagsüber Zeit hat? Hat der Mann keinen Beruf? Er arbeitet abends. Er ist Barkeeper. Barkeeper? Wir haben unseren Dank abgestattet. Mehr müssen wir nicht tun. Keinen Umgang mehr mit diesem Mann. Hast du mich verstanden? Ich habe dich gehört, aber nicht verstanden. Also. Was ist das? Das war meine letzte Arbeit in der Schule. Warum ist das Blatt so dreckig? Es lag mit mir zusammen auf der Erde. Wieso machst du da Vögel? Was hat das zu bedeuten? Das Leichte, das Schwebende, fliegen können, fliehen können. Das ist doch wirklich kein Kunstwerk. Derek, Sie wollten mich sprechen? Ja, setzen Sie sich. Naja, das Büro kennen Sie ja, hat sich nicht verändert, wird's wohl auch nicht mehr. Ich habe ja schlimme Stunden erlebt. Alles in mir war kaputt, völlig kaputt. Ich erinnere mich. Wissen Sie, was die Welt mir damals bedeutet hat? Die war nicht mehr vorhanden. Die normale Welt, die gab es für mich nicht mehr. Es gab nur noch die, in der ich war und von der die anderen keine Ahnung haben. Haben Sie einen Moment Zeit? Wieso? Weil ich möchte Sie einladen. Sie wollen mich einladen? Trinken wir ein Bier zusammen. Jetzt überraschen Sie mich aber. Danke sehr. Derek, was wollen Sie von mir? Ich will wissen, was aus Ihnen geworden ist. Ich bin immer noch in einer anderen Welt, mit der Sie zwar zu tun haben, die aber nicht die Ihre ist. Mehr werden Sie von mir nicht erfahren. Aber ich habe schon was erfahren. Was haben Sie denn erfahren? Lakonda, Sie waren vielleicht nicht kriminell. Aber Sie sind's geworden. Ich brauche Ihr Bier nicht.
ist sie wieder nicht zu Hause. Listen to the dance! Ganze Schätze. Das sind die, die wir in der Bar spielen. Ich probiere sie ja aus. Wollen Sie welche mitnehmen? Aber nein, mein Gottes Willen. Was würde mein Mann sagen? Er mag keine Musik. Er sagt, Musik stört ihn. Bei der Abfassung seiner Plädoyers? Ich weiß nicht warum, aber ich mag ihre Musik. Kleinen Moment. Ja? Wie weit hast du sie? Ach, du bist schon da? Du warst wieder nicht da. Dreimal, nein, viermal habe ich angerufen. Anrufen lassen. Du warst nicht da. Kannst du mir sagen, wo du warst? Richard ist der Mann, der mir das Leben gerettet hat. Ist sowas wie ein Freund geworden. Ein Freund geworden? Was soll das heißen? Sag mal, bedrückst du mich? Wie kommst du darauf? Ich habe nur einen netten Nachmittag verbracht. Du betrügst mich. Wenn du mich betrügst, dann... Erik! Sie sind hartnäckig, Erik. Ich möchte mich entschuldigen, das Bierglas... Eine spontane Handlung. Ich muss mich vielleicht auch entschuldigen. Ich habe zu Ihnen gesagt... Ich habe nicht vergessen, was Sie sagten. Sie halten mich für kriminell. Sind Sie es nicht? Ich weiß nicht, was ich bin. Jetzt spendiere ich Ihnen ein Bier. Setzen Sie sich doch. Sie können das Glas auf den Boden werfen oder stehen lassen. Und nun sagen Sie mir, weswegen Sie mich nicht in Ruhe lassen. Das Plädoyer. Das Plädoyer. Was ich getan habe und das Plädoyer, das dieser Mann gehalten hat, sind zwei verschiedene Dinge. Auf der einen Seite war ich ein Mensch, der völlig aus dem Gleichgewicht geraten war. Ein Opfer meiner Gefühle. Hilflos. Tief verletzt. Ich liebte meine Frau, an die ich angekettet war. Ich habe umgebracht, was ich liebte. Mit einem Messerstich habe ich sie getötet, mit allen anderen mich. Mich. Und da sagt der Mann diese Worte. Kalt, grausam, gefühllos. Redet einen Text, der mit mir nichts zu tun hat. Nichts. Nichts. Er vertritt das Gesetz. Was ist denn das für ein Gesetz? Muss ein Staatsanwalt mich denn verachten? Darf er mir seine Verachtung zeigen? Dieser Mann hatte keine Ahnung von mir, meiner Tat, meinen Gefühlen, meinen Schmerzen. Er hatte nur seine Karriere im Kopf. Und das zahle ich ihm heim. Und das zahle ich ihm heim. Harry, gib mir mal den Oberstaatsanwalt. Und dann lass mal die Prozessakten raussuchen gegen Laconda.
Kolbe? Ja, ja, Herr Derrick. Sagen Sie, hat sich Lakonda schon bei Ihnen gemeldet? Nein, ich höre und sehe nichts von dem Mann. Gott sei Dank. Also, ich habe ihn besucht, ich habe mit ihm gesprochen. Und? Ist der Mann vernünftig geworden? Ja, also über das, was vernünftig ist, da hat er so seine eigenen Ansichten. Doktor, ich frage Sie noch einmal. Von Lakonda haben Sie nichts mehr gehört? Nein, absolut nichts. Und ich gebe zu, ich bin ganz erleichtert. Danke, Derrick, dass Sie sich meine Sorgen gemacht haben. Keine Ursache. Etwas passiert, von dem wir keine Ahnung haben, verdammt. So, die alten Lakonda. Frau Doppler? Herr Doktor? Rufen Sie mal meine Frau an. Frau Kolbe, Frau Doppler hier. Ihr Mann möchte Sie sprechen. Ingeborg, ich bin froh, dass du zu Hause bist. Ich wollte dir nur sagen, dass ich heute später nach Hause komme. Tut mir leid. Ja, bis dann. Na, jedenfalls war sie zu Hause. Na, irgendwas gefunden? Ja, hier steht etwas, was mir vollkommen entfallen war. Warte mal. Der Lakonda hatte einen Sohn, der war damals 17 Jahre alt, hat bei dem Prozess für seinen Vater ausgesagt. Und da war dann noch ein Verwandter, der ebenfalls in dem Prozess für Lakonda ausgesagt hat. Und der hat den Sohn, nachdem das Strafmaß bekannt wurde, dass Lakonda lebenslänglich ins Gefängnis muss, der hat den Sohn adoptiert. Und dieser Mann hieß Wenk. Wo ist der Sohn geblieben? Der muss jetzt über 30 sein. Weißt du, wer Wenk heißt? Wenk heißt der junge Mann, der Frau Kolbe geholfen hat, drei Leute in die Flucht geschlagen hat und einem Messerstecher das Messer weggenommen hat. Der Überfall war inszeniert. Ingeborg? Ingeborg? Bin in der Schule, Vögel malen.
Haben Sie es herausbekommen? Gratuliere. Mein Sohn. Ja, mein Sohn. Er sagte, Vater, ich helfe dir. Ich tue, was du willst. Und was macht Kolbe? Wissen Sie, dass seine Frau morgen ihre Koffer abholt? Nun hat auch er eine Frau, die ihn betrügt. Und das werde ich ihm jetzt sagen. Das weiß er schon. Das weiß er schon? Ich hab's ihm gesagt. Und ich habe ihm gesagt, dass Wenke Sohn ist. So, und jetzt kommen Sie mit mir. Guten Abend. Komm rein, Vater. Kommen Sie. Mein Sohn kennt Sie? Wir haben miteinander telefoniert. Ich habe ihr alles gesagt, Vater. Schon am zweiten Tag. Schon am zweiten Tag? Geht sie zurück zu ihrem Mann? Nein. Na, dann ist hier alles in Ordnung. Von mir aus gesehen. Und jetzt gehe ich zu Kolbe. Haben Sie was dagegen? Ich kann Sie nicht daran hindern. Kalt, grausam, gefühllos. Jetzt waren sie es. Wie fühlen Sie sich jetzt? Besser? Ich sage Ihnen etwas aus meiner Erfahrung. Niemand kennt einen Täter wirklich genau. Kein Richter, kein Staatsanwalt. Unbestreitbar bleibt nur eins. Die Tat. Und was immer Sie jetzt denken oder fühlen mögen, Sie bleiben, was Sie sind. Ein Mörder.